Mal in der Geschichte des Backnanger Silvesterlaufs musste dieser Ausfall 1996, ich glaube, da gab es Blitzeis, da war dann gar nichts möglich. Aber in diesem Jahr ist es tatsächlich auch wieder möglich. Gestern war es noch mehr Skilanglauf, was wir gedacht haben, dass es ein City-Skilanglauf wird. Aber es ist tatsächlich unser Silvesterlauf. An alle, die es möglich gemacht haben, liebe Zuschauer, die Sie jetzt an der Strecke stehen, liebe Betreuer, liebe Begleiter, mal ein ganz, ganz dicker Applaus, dass wir im Jahr 2014 den Silvesterlauf hier haben. Vielen, vielen Dank an alle. 14 Uhr der Bambini-Lauf, um 14.10 Uhr dann der Autohaus Möhle Teamstaffellauf, um 14.15 Uhr dann der Mini-Marathon und um 15 Uhr geht's los mit dem Hauptlauf, der große Preis der Volksbank Backnang. Aber zunächst wollen wir mal auf die Bambini schauen. Insgesamt 82 Bambini sind gemeldet. Halten Sie sich fest, die Jüngste, die hier gleich an den Start gehen wird, wir haben ja hier immer nur die Jahrgänge stehen, also im besten Falle wird sie morgen 3 Jahre alt, aber vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, auf jeden Fall. Jahrgang 2012. Ja? Ja, passt auf, hör! Ja! Besser, besser, viel besser, jawohl! Hey, die Strecke! Ja! Dann nach oben und dann rein die! Genau! Da vorne links! Nicht geradeaus, weil jetzt haben wir schon ein Ziel! Ist ja schlecht! Nein! So, nein. So und dann links! Ganz richtig! Ich renne ein Stück voraus. Und dann könnt ihr, dann kann ich nur noch. Und dann macht ihr das selber, okay? Auf, Jule! Auf! Und hier kommen schon die Ersten. Wir brauchen die Hände, Backmann! Die 64, Janis Feuerbacher, 165, Robin Wersken. Und die 30 war die dritte Wege ins Ziel. Und es wuselt und wuselt. Und für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bambini-Laufs gibt es eine Medaille im Zielbereich. Die Jüngste, die Lorena, hat übrigens die Startnummer 44. Wenn wir sie hier irgendwo mal erkennen dann. Die Romy hat die 76, Jahrgang 2011, Florin 2011, die Startnummer 43. Und da kommen sie, 43 und 44, 2 und 3 Jahre alt. Mit dem Staffellauf, Autohaus, Möhle, Teamstaffel und die Schulstaffeln, die Schwabengarage, Teamstaffel der Schulen. Wir haben. Dann kann es losgehen mit dem Autohaus, Möhle, Teamstaffellauf und der Schwabengarage, Teamstaffel der Schulstaffeln. Jetzt sind sie los und vorneweg der VfL Waldingen, Fabian Müller mit der S17. Wollen wir
noch mal kurz die Teilnehmer von Mini-Marathon fragen. Seid ihr bereit für den Silvesterlauf? Oh, viel zu leise, viel zu leise. Nochmal, seid ihr bereit für den Silvesterlauf? Martin Windmüller gibt den Startschuss. Da ist der Startschuss. Bettner Mescher aus Windmüller, der Partner dieses Mini-Marathon. Drei Runden sind zu absolvieren. 300 Teilnehmer, eine Runde. Alles klar. Ich hätte es ja auch drei Runden laufen lassen, Simon, aber... Und er hat uns kurzfristig eine tolle Unterstützung zugesagt. Für den Sieger dieses Silvesterlaufs 2014 und auch für die Siegerin gibt es nicht eine Siegprämie von 200 Euro, sondern von 2000 Euro. Tolle Prämie für den Sieger und die Siegerin. Und auch um den zweiten Platz lohnt es sich zu kämpfen. Zweiter Sieger, zweite Siegerin, 1000 Euro. Dritter Sieger, dritte Siegerin, 500 Euro. Liebe Wagnerinnen und Wagnerer, Riesenapplaus für Herrn Büttner. Dankeschön an die Firma Riva für diese tolle Unterstützung. Der große Preis der Volksbank Wagnang, der Startschuss durch Werner Schmidtgall, den Vorstand und Oberbürgermeister Dr. Nopper. Voll besetztes Teilnehmerfeld beim 29. Wagnerer Silvesterlauf. Können wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Riesenapplaus begrüßen. Herzlich willkommen in Wagnerland. Und jetzt wollen wir mal hören, ob Sie dann gleich loslaufen wollen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, seid ihr bereit für den Silvesterlauf? Und hier kommt der Startschuss von Herrn Schmidtgall und Oberbürgermeister Dr. Nopper. Bitte schön. Jetzt geht's los!
sind die Läuferinnen und Läufer mit den roten Shirts der Laufen BKZ. Es steht geschrieben, das wird ein knappes Ding. Nach 29 Jahren ist das natürlich eingespielt, aber wahrlich keine Selbstverständlichkeit, das Jahr für Jahr so auf die Beine zu stellen. Ja, man kann nur sagen, die Verantwortlichen, die Veranstalter von der TSG Backnang Fußball 2019 sind Haupt- und Prachtkerle, haben ganze Arbeit geleistet. Allen voran der Chef-Organisator Rolf Petti. Herzlichen Dank! Dr. Frank Nobach, als Oberbürgermeister hat man natürlich beim Silvesterlauf die beste Chance, viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und ihnen noch ein gutes neues Jahr zu wünschen. Ja, in der Tat, das mache ich sehr gerne. Ich rufe allen unseren Gästen und Freunden des Backnang Silvesterlaufes zu. Bleiben Sie gesund und munter, kommen Sie gut rüber ins neue Jahr und ein herzliches und kraftvolles Glück auf für das Jahr 2015. Dankeschön, Dr. Frank Lopper, der Oberbürgermeister der Stadt Backnang. Silke Fritz brauchen wir noch zu Sieger. Und gemeinsam auf Platz 1 für die TG Braunschweig, beziehungsweise für Intersport Hettich, Heiko Bayer und Christopher Hettich. Liebe Zuschauer, eins wollen wir an der Stelle noch mal erwähnen. Im vergangenen Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, waren ursprünglich 200 Euro für den Sieger ausgelobt. Herr Püttmer, Geschäftsführer der Firma Riva, hat 2000 Euro für den Sieger ausgelobt, wusste aber nicht, dass es zwei Sieger gibt. Er kam gerade zu uns her, er stockt noch mal auf. So kriegen beide Sieger 2000 Euro Siegprämie. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an Herrn Püttmer, den Geschäftsführer der Firma Riva. So lässt sich ins neue Jahr gut starten. Und natürlich alle nochmal mit dazu.
Männer, das ist euer Applaus. Heike Meier, Christoph Heidig und Rommel Meskina. Dankeschön. Die Einhörner, Silke Fritz. Auf dem zweiten Platz für TC Wagner, Alessandra Olm. Und erste und Gewinnerin des 29. Wagner Silvesterlaufs um den großen Preis der Volksbank Wagner. Zum dritten Mal in Folge für die LSG Aalen, Laila Emenecker. Das goldene Hufeisen der Stadt Backnang für Laila Emenecker. Und Christopher Hettich hat es symbolisch als einer der beiden Sieger übernommen. Heiko Bayer hat schon viermal zu Hause stehen. Er kriegt es aber natürlich auch zum fünften Mal nachgereicht. Oder? Wir machen nochmal eins nach, wenn wir zwei Sieger haben. Bestimmt natürlich. Gibt es nochmal ein goldenes Hufeisen auch für Heiko Bayer nachgereicht. Das goldene Hufeisen. Nochmal ihr Applaus auch für die Siegerinnen des 29. Wagner Silvesterlaufs. Das war der 29. Wagner Silvesterlauf 2014. Ein Glückwunsch an die Siegerinnen und Sieger. Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An die Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren. Reicht wieder die Siegerehrung direkt in den Rathaus. Dann mit Wolf Fettig. Dankeschön an Simon, unseren Experten. Und Ihnen allen von dieser Stelle alles Gute. Guten Rutsch ins Jahr 2015. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen beim 30. Wagner Silvesterlauf dann 2015. Das war's von hier. Dankeschön nochmal. Riesen Applaus an die Siegerinnen und Sieger. Deine Zeit bedanken. Vielen Dank für dein Engagement, für deine tollen Interviews, die du gerade auch noch geführt hast. Und daher, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder beim 30. Wagner Silvesterlauf. Mir würde es sehr viel Freude bereiten und auch wieder sehr viel Spaß machen. Dankeschön. Dankeschön.